Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt's vom Burger King die neuen Flame Wings im Test. Flambierte Flügel wollte ich gerade schon sagen, also Flame Grilled Chicken Wings in der längeren Variante. Und ich habe noch nie Wings bei Burger King probiert, meine ich. Ist schon nutzen Ewigkeiten her. Vielleicht mal zusammen mit Chris, so sehen die aus. Ich habe mir 6 Stück hier gegönnt in der Verpackung, haben eine neue Rezeptur bekommen, sollen saftiger, schärfer und würziger sein. Also vor allen Dingen würziger und saftiger. Und ich werde mir gleich mal hier so ein paar Wings auf den Teller legen. Dann schauen wir uns die in der Großaufnahme an. Gibt es im 6er, 9er oder 15er? Ja, dann gucken wir mal. Und so sehen die Flame Wings in Großaufnahme aus. Können wir mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 an der Zahl. Ich kann sie noch ein bisschen umdrehen. Dann könnt ihr sie wirklich von allen Seiten sehen. Wirklich sehr gut durch. Und die werde ich gleich mal für euch probieren. Eigentlich braucht man bei den Teilen, die sind so geil, wie die aussehen und knusprig, braucht man gar keinen Dip oder was, meint ihr? Ich habe mir trotzdem einfach mal den Hot Salsa Dip, der übrigens auch vegan ist, dazu geholt. Scharf trifft auf scharf. Warum ich bisher keine Wings getestet habe? Weil ich zu faul bin. Man muss da immer ganz genau um den Knochen drumherum essen und man sieht auch direkt, dass es vom Tier kommt. Beim Chicken Nugget sieht man das nicht so. Da gibt es so wenig Bezug. Bei den Wings ist es so klar, da ist Knochen drin, da weiß man, woher es kommt. Wächst nicht auf Bäumen, wohl bemerkt. Mann, krass. Ich sag's euch, boah, das Chicken, so schön saftig. Ich dachte, sie gehen in so eine Barbecue-Richtung von der Würze, das hatte ich so in der Nase. Aber es sind richtig lecker, richtig schön pikant, ja, leicht scharf gewürzt. Knochen raus, knusprige Haut, boah, scheiße, die sind geil. Behaupte ich jetzt mal, empfinde ich so, ich beiß mal in den nächsten rein. Ey, ich sollte echt öfters Wings essen, stelle ich gerade fest. Schmeckt so lecker. Eine ganz andere Liga als die Nuggets. Weil das Fleisch ist richtig schön zart da drin. Im ganzen Stück natürlich. Panade ist schön knusprig. Boah. Oh Mann, die können was. Klar, hat jetzt ein bisschen fettige, sapschige Hände, aber ich finde es richtig lecker. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wow. Mensch, da gebe ich doch mal. Ich finde die richtig gut geworden. Mein erstes Mal mit so Wings, ja. Hier, glaube ich, auch im Test. Kann ich dann gleich schon 10 Punkte geben? Ich gebe als Novize, Anfänger, Wings-Amateur, gebe ich wirklich 9 gute Punkte. Ich finde die geil. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die neuen King, die Flame Wings vom Burger King findet. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Beziehungsweise, wie viele Punkte würdet ihr denn geben auf einer Skala von 1 bis 10? Ich gehe auf 9. Und wenn ihr den Kanal abonniert, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Ich gönne mir jetzt noch ein paar Wings. Tschüssi!